Wurdenebel an Halloween ist natürlich sehr, sehr wichtig und viele von euch nutzen sicherlich den altbekannten Fogchiller mit Eis. So mache ich das auch seit ein paar Jahren bei mir und das funktioniert natürlich auch sehr, sehr gut. Aber vor einer Weile bin ich über den Fogchiller 2.0 gestolpert und der kann Bodennebel ohne Eis erzeugen. Und das hat natürlich gleich meine Aufmerksamkeit auf dieses Projekt gelenkt. In diesem Video baue ich den Fogchiller 2.0 einmal Schritt für Schritt für euch nach, denn das ist wirklich sehr, sehr einfach. Dann lasse ich natürlich die beiden Fogchiller gegeneinander antreten und am Ende schauen wir einmal, wer hier als Sieger hervorgeht und wo so die Vor- und Nachteile liegen. Das wird also ein spannendes Video mit vielen Infos für euch und einem grandiosen Showdown im zweiten Teil. Und damit herzlich willkommen bei Oskel Hunter, legen wir los! Bevor wir jetzt zum Fogchiller 2.0 kommen, hier noch einmal das herkömmliche Modell für alle unter euch, die das Ganze vielleicht noch gar nicht kennen. Im Grunde ist das wirklich sehr, sehr einfach aufgebaut und ich habe hier mal meine Version davon, eine Styroporbox. Diese ist 60 x 40 x 30 cm von den Abmessungen her und im Inneren sind dann noch kleine Wände aus Styropor, die den Nebel abbremsen, damit ich so langsam mal herunterkühlen kann. Ja, dann kommen hier solche Eispacks hinein und hier nutze ich solche wiederverwendbaren Kühlakkus. Auch wenn Eiswürfel jetzt nicht ganz so teuer sind, aber ihr habt dann nicht das Problem mit dem ganzen Wasser, wenn die Eiswürfel geschmolzen sind. Ja, hier kommt der Nebel rein, kühlt herunter, hier kommt er wieder raus und das war es dann auch schon. Einfach und funktioniert wirklich sehr zuverlässig. Einziges Manko bei diesem Modell, ihr braucht Eis, um das Ganze zu betreiben. Ja, und hier kommt jetzt der Fogchiller 2.0 ins Spiel. Wir nennen diesen Nutzer anstelle von Eis einen Ultraschallvernebler, um Wasser zu vernebeln. Viele von euch kennen solche kleinen Vernebler sicherlich aus der Deko. Da gibt es so kleine Brunnen oder ähnliches, wo dann der Wassernebel so hindurchläuft. Den physikalischen Effekt, warum das dann am Ende funktioniert, kann ich euch auch nicht wirklich erklären, weil das ist absolut nicht mein Fachgebiet. Aber ich gehe mal davon aus, dass diese feinen Wassertropfen sich an den Nebel heften und dieser damit schwerer wird. Wenn ihr den Grund wisst, warum das funktioniert, dann schreibt es mir gerne unten in die Kommentare mit dazu. Aber jetzt zurück zum Bau des Fogchiller 2.0. Kernkomponente des Ganzen bildet ein solcher Ultraschallvernebler. Aber ihr braucht natürlich nicht nur einen solchen kleinen wie diesen hier. Nein, ihr braucht hier etwas Größeres und deswegen habe ich mir hier ein solches Modell mit 12 Verneblern bestellt, damit das richtig losgeht. Dann braucht man natürlich noch eine Plastikkiste mit einem verschließbaren Deckel und dann kann es auch schon losgehen. Die Kiste, die ich hier verwende, die hat die Maße 60 x 39 x 28 cm und das ist meiner Meinung nach schon die Minimalgröße, denn ihr braucht wirklich Volumen, damit der Fogchiller ordentlich arbeiten kann. Für den Eigen- und Auslass verwende ich solche grauen HT-Rohre mit dem Durchmesser von 75 mm. Also bohre ich als allererstes die beiden Löcher mit einem Durchmesser von 75 mm in die Kiste, einmal vorne und einmal hinten. Die Löcher müssen im oberen Bereich liegen, denn die untere Hälfte der Kiste brauchen wir gleich für etwas anderes. Ihr müsst auf jeden Fall aufpassen, denn diese Art von Plastikkiste, die kann sehr schnell reißen. Eventuell bietet sich es auch an, hier eine andere Art von Plastikkiste zu verwenden. Ja, Löcher sind drin und jetzt müssen noch die Rohre angeschlossen werden und dafür habe ich mir hier diese Adapter auf dem 3D-Drucker gedruckt. Die gibt es sicherlich auch fertig im Baumarkt zu kaufen, aber soweit ich weiß nicht für 75 mm Durchmesser. Die haben hier 4 Löcher zum Anschrauben und hier auf dieser Fläche kann ich jetzt wunderbar das Silikon aufbringen, damit es alles schön dicht ist. Jetzt noch die 4 Schrauben für die Löcher bohren und anschrauben und hier nutze ich Schrauben M6 und das wird am Einlass und Auslass gleichermaßen gemacht. Ja, damit ist die Grundlage soweit fertig und jetzt kommt der Ultraschallvernebler ins Spiel. Diesen lege ich einfach auf den Boden in der Kiste und das Kabel für die Stromzufuhr ziehe ich mir über das Rohr für den Nebel nach oben. Jetzt kommt noch eine ganz wichtige Sache. Die Kiste sollte nach Möglichkeit ringsherum dicht sein und da der Deckel bei mir selbst keine Dichtung besitzt, klebe ich hier am oberen Rand entlang noch ein Dichtband auf. Damit sollte jetzt auch der Deckel dicht halten. Alternativ könnt ihr natürlich auch gleich eine Kiste kaufen, die eine Dichtung am Deckel oben besitzt. Jetzt noch Wasser auffüllen, achte dabei bitte auf die Angaben des Verneblers, was den maximalen Wasserstand betrifft. Deckel zu und jetzt kommt die Nebelmaschine oben auf die Kiste drauf. Und da ich einen Anschluss hier bei mir an der Seite habe, könnte ich die Nebelmaschine auch natürlich jederzeit hier dahinter stellen. Ja, und damit sind wir auch schon fertig und ready to go. Auf geht's zum Testlauf und zum Showdown der beiden Kontrahenten. Für den großen Showdown bin ich jetzt in den Garten gegangen, denn hier können die beiden Kandidaten ihr volles Potenzial entfalten und hier könnt ihr den Testaufbau sehen. Ich habe jetzt einfach nur jeweils ein Rohr vorn dran gesteckt und das war's. Ich habe jetzt bewusst auf zusätzliche Technik verzichtet, das heißt hier ist kein zusätzlicher Lüfter verbaut, der jetzt irgendwie genebelt vorn rausdrückt oder so. Es ist wirklich ganz, ganz bewusst so einfach gehalten hier. Und hier habt ihr den Fogchiller mit Eis. Werfen wir mal einen Blick hinein. Hier habt ihr diese Trennwände, von denen ich gesprochen hatte und die Kühlakkus sind auch schon drin. Das heißt einsatzbereit und hier drüben
habt ihr den Fogchiller 2.0 und hier könnt ihr sehen, hier ist die Wasserlinie. Wasser ist auch schon drin. Ja, noch kurz ein paar Worte zum Wetter selbst. Wir haben 10 Grad, leichten Wind. Man kann es vielleicht am Gras sehen, dass es ein bisschen wackelt. Und ansonsten Sonnenschein im Februar. Also gute Testbedingungen aus meiner Sicht. Und damit legen wir los. Ladies and Gentlemen, in der runden Ecke, mit einem Gewicht von 5 Kilogramm, der bisherige Champion, der Liebling des Publikums, der altbewährte Fogchiller auf Eis! In der blauen Ecke ist ein Herausforderer, ein echtes Schwergewicht, bestückt mit 15 Liter Wasser und einem Ultraschallvernebler, der Fogchiller 2.0. Ja, starten wir mit dem Fogchiller mit Eis, der ist hier bestückt, Eispacks sind drin, Nebelmaschine ist aufgeladen, aufgeheizt und ich verwende hier ganz normales Nebelfluid und die Nebelmaschine hat 1200 Watt. Und dann starten wir das Ganze mal, ihr seht hier schönen dichten Nebel, der herauskommt, ihr seht aber auch den Einfluss des Windes, der hier den Nebel relativ schnell wegweht. Ein bisschen bleibt in der Wiese hängen, dennoch ein sehr, sehr schöner Effekt, aber ihr könnt sehen, der Nebel steigt relativ schnell auf. Und hier nochmal eine andere Perspektive. Schöner, dicker Nebel, der herauskommt. Ihr seht, der Wind ist echt der Feind des Bodennebels hier. Ja, hier ist nochmal am nächsten Tag, da hatte ich wirklich mehr Glück mit dem Wetter. Und hier ist wirklich überhaupt kein Wind gewesen. Und hier kommt eine große Ladung. Und ihr könnt sehen, wie sich die Nebelwolke hier am Boden breit macht. Ein Teil des Nebels steigt relativ schnell auf, trotz dass hier kein Wind ist. Aber ein großer Teil bleibt natürlich auch in der Wiese hängen und macht sich in der Wiese breit. Ein wirklich sehr, sehr, sehr schöner Effekt, wie man ihn vom Herbst her kennt, wenn sogar Nebel in der Wiese hängen bleibt. Ja, und wenn ihr hier nochmal schaut, der Nebel, der wabert hier richtig schön im Gras hin und her. Ja, kommen wir zum Fogchiller mit dem Vernebler und der ist hier schon aktiviert. Ihr seht, das Wasser blubbert und wenn wir vorne mal schauen, was hier rauskommt, das ist nur das vernebelte Wasser. Das ist noch nicht von der Nebelmaschine selbst. Die Nebelmaschine ist auch die gleiche wieder, die 1200 Watt Nebelmaschine mit dem ganz normalen Nebelfluid. Ja, und wenn wir hier mal Feuer geben, kommt natürlich auch schöner, dichter Nebel raus. Eine schöne, dichte, fette Wolke hier. Und ja, die hält sich hier in der Wiese fest. Ihr könnt sehen, wie stark der Wind hier weht. Das waren so 8 bis 9 Kilometer pro Stunde, was der Windmesser bei mir angezeigt hat. Ein wenig vom Nebel bleibt in der Wiese hängen, trotz des starken Windes. Also zumindest der Nebel, der noch in die Wiese reinkommt. Ja, aber ihr könnt sehen, der Wind drückt den Nebel relativ schnell zur Seite weg. Dennoch ein sehr schöner Effekt und ich muss sagen, der Nebel aus dem Fogchiller 2.0 steigt nicht ganz so schnell nach oben auf. Also der hält sich schon ein wenig länger am Boden. Hier habt ihr mal eine kleine Nahaufnahme, wie schön der Nebel hier in der Wiese hängen bleibt. Das ist wirklich schöner, dicker, fetter Nebel, der hier rauskommt. Ja, auch hier nochmal die Aufnahme am nächsten Tag. Windstille, also nahezu Windstille. Und hier kommt die Nebelwolke, eine riesengroße Wolke hier und ihr seht, wie schön der Nebel hier am Boden breit läuft. Und im Vergleich zu dem anderen Fogchiller könnt ihr auch sehen, hier ist kaum Nebel, der nach oben aufsteigt. Ein kleines bisschen Wind ist, das kann man sehen, der Nebel wird leicht zur Seite weggedrückt. Dennoch macht sich die Wolke hier am Boden breit und hält sich hier im Gras fest. Ja, hier könnt ihr sehen, dass der Nebel ein wenig zur Seite wegzieht, aber der Großteil bleibt einfach mal in der Wiese hängen und der Effekt ist wirklich Wahnsinn. Das kann man wirklich nicht anders beschreiben. Der Nebel hängt hier wirklich richtig schön in der Wiese fest. Und jetzt kommt nochmal ein kleines bisschen Wind von der Seite. Könnt ihr sehen, der Nebel wird ein wenig zur Seite weggeweht, aber der Großteil bleibt in der Wiese hängen. So, zurück im Studio. Die beiden Kontrahenten haben ihr Bestes gegeben, aber wie ist das Ganze jetzt ausgegangen? Leider ist der Wind während der Dreharbeiten stärker geworden, aber am Ende hatten beide Fogchiller ja die gleichen schwierigen Bedingungen. Aber somit habt ihr gleich erstmal den Endgegner für Bodennebel gesehen. Der Wind kann euch hier wirklich jederzeit einen Strich durch die Rechnung machen. Aber zurück zum Thema. Der Bodennebel sah in beiden Fällen super aus, schön dicht und der Nebel kriecht schön über den Boden, so wie das sein muss.
wobei der Nebel aus dem Fogchiller 2.0 hier aus meiner Sicht schwerer wirkte und besser im Gras hängen bleibt. Aber wer hat jetzt die Nase vorn? Tja, schwer zu sagen, also lasst uns mal gemeinsam auf die Vor- und Nachteile schauen. Fangen wir an mit den Vorteilen des Fogchillers mit Eis. Er hat einen guten Bodennebel. Es ist eine lange Laufzeit möglich aufgrund der Kühlakkus. Dadurch hat er ein geringes Gewicht und er ist schnell von A nach B zu räumen, weil er so ein geringes Gewicht hat. Demgegenüber stehen auch natürlich Nachteile. Der Nebel ist nicht ganz so dicht. Der Nebel löst sich auch relativ schnell auf, wie ihr sehen konntet. Und ihr braucht natürlich Eis, um das Ganze zu betreiben. Das heißt, ihr müsst das planen, wenn ihr den Fogchiller einsetzen wollt. Ja, beim Fogchiller Version 2.0 sind die Vorteile: Er hat einen schön dichten, schweren Nebel. Der Nebel ist relativ stabil über eine lange Zeit hinweg. Es ist ein schneller Aufbau möglich und ihr braucht nur Wasser, um das Ganze zu betreiben. Aber auch hier gibt es natürlich Nachteile. Das ist zum einen das hohe Gewicht, das je nach Größe hier variieren kann. In meinem Fall sprechen wir hier von 15 Kilogramm bei 15 Litern Wasser. Und durch das hohe Gewicht kann man den nicht einfach mal schnell von A nach B umräumen. Und ganz wichtig an dieser Stelle, der Boden wird hier feucht. Das heißt, das müsst ihr beachten, wenn ihr den auf Fliesen oder anderen glatten Oberflächen einsetzen wollt. Hier besteht definitiv Rutschgefahr. Ja, bevor ich jetzt meinen Favoriten verrate, stoppt mal kurz das Video an dieser Stelle und schreibt mal euren Favoriten unten in die Kommentare. Noch einmal kurz zum Thema Laufzeit, also wie lange läuft der Fogchiller 2.0, bis das Wasser alle ist, denn ich wollte wissen, wie viele Stunden kann ich einen Fogchiller in dieser Größe betreiben. Eingefüllt hatte ich 15 Liter Wasser und dann habe ich den Fogchiller laufen lassen und alle 60 Sekunden Nebel erzeugt. Der Wasservernebler lief dabei die ganze Zeit hinweg durch. Ja, das Ergebnis hat mich selbst überrascht, denn die Laufzeit betrug hier 5 Stunden und dann habe ich den Test erstmal beendet, da war das Wasser aber noch nicht alle. Ihr seht also, ihr könnt mit einem Fogchiller in dieser Größe durchaus ein paar Stunden Bodennebel erzeugen. Beim Fogchiller mit Eis kann ich euch aus Erfahrung sagen, dass die Kühlakkus in der Styroporbox so 6 bis 8 Stunden durchhalten. Je nach Größe der Kühlakkus kann das natürlich ein wenig abweichen. Tja, also die Qual der Wahl. Denn je nach Einsatzgebiet und wie schnell ihr den Fogchiller einsetzen wollt, hat hier der ein oder andere die Nase vorn. Aber wenn ich hier einen Sieger küren müsste, dann würde ich im Außenbereich auf jeden Fall zum Fogchiller 2.0 tendieren, denn die Qualität des Nebels ist schon echt Wahnsinn. Im Innenbereich würde ich aber nach wie vor den Fogchiller mit Eis verwenden, denn schon allein wegen der ganzen Thematik mit der Feuchtigkeit. Ja, damit sind wir am Ende des informativen Videos angekommen. Also ich hoffe, es war informativ für euch. Wenn euch das ganze Video gefallen hat, dann gilt natürlich wie immer liken, teilen, abonnieren. Und besonders über das Abo würde ich mich sehr, sehr freuen, denn damit könnt ihr mich und meinen Kanal hier unterstützen. Bis zum nächsten Video schalte ich gern hier auf meinem Kanal um. Hier gibt es jede Menge DIY-Projekte rund um das Thema Halloween zu entdecken. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn ich euch dann beim nächsten Video wieder begrüßen kann. Für euch sage ich danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal und bleibt gesund.